Unser Abend heißt Macht und Gier von Goethe zu Shakespeare. Sein oder nicht sein? Das ist die Frage. Wir wollen hier ein Spiel inszenieren, in Anführungszeichen, teilweise spontan zwischen Literatur, Wissenschaft, Musik und Kunst. Es ist immer ein Risiko, lieber Herr Fischer, wenn man einen Literaturwissenschaftler einlädt, weil der, wenn er Buchstaben sieht, sofort anfängt, literarisches Material zu assoziieren. Das fällt bei den Buchstaben hier besonders leicht, weil es in der Tat bei Goethe ein ganz bedeutendes Spiel gibt mit den Buchstaben M und W. Wir beenden mit einem Schlaf den Schmerz der Liebe und die tausend naturgegebenen Erregungen, die wir durch unsere physische Existenz geerbt haben. Das wäre eine Erfüllung, auf die man leidenschaftlich hoffen könnte. Das ist die uralte Einsicht, dass wir immer nur etwas begehren, was wir nicht haben. Denn was wir haben, brauchen wir ja nicht zu begehren. Wir haben es ja schon. Nach meinem Erleben kannst du das Begehren des Handels hinabsteigen. Und deswegen würde ich mich gerne fragen, wie es da aussieht. Es geht eigentlich um mich. Die ganze Zeit. Ich glaube, man wird kein Hamlet sehen auf der ganzen Welt. Und der Schauspieler, der Hamlet-Darsteller wird einem sagen, das hat mit mir nichts zu tun. Oder das bin nicht ich. Oder ich spiele da jemanden. Das ist eine Frage, die mich schon ewig beschäftigt. Im anderen seiner selbst kommt man zu sehen. Oder hat die Chance, zu sehen zu kommen. Ja.